Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 4. In der letzten Folge waren wir mit Roman im Stripclub. Das war irgendwie jetzt nicht ganz so, wie ich es erhofft hatte. Also das Lapdance habe ich leider nicht bekommen, weil irgendwie habe ich verkackt, habe falsch gedrückt. Wir fahren jetzt mit Roman zurück und werden mal Folgendes tun. Wir werden jetzt noch was trinken gehen mit ihm. Und dann gehen wir noch was essen und dann bringe ich ihn nach Hause. Und dann muss ich mal gucken, machen wir glaube ich wieder eine Mission oder wir gehen was mit Michelle wieder unternehmen. Mal gucken. Irgendwie so, aber nee, ich denke mal, dann werde ich für Vlad wieder was machen. Muss ja auch mal sein. Ich bin doch schon dabei, Junge, ich drück voll drauf. Muss allerdings gleich langsamer werden, weil Maut und so. So, der haut ab. So, jetzt werde ich mich mal einfach vordrängeln. Hier. Der kann voll gut werfen, der Nico, ey. Junge, Scheiß. Aua. Das ist Sachschaden, mein Freund. So geht das nicht. So. Ich muss ja eigentlich keine Mucke an. Was soll das? Oder immer Musik im Hintergrund. Sonst ist das doof. Oder gehe ich mit dem jetzt noch drei Sachen machen oder sage ich einfach, komm, wir gehen noch mal essen so, ne, zum Abschluss des Abends. Oh. Ups. Da war ein Auto im Weg. Mensch, Mensch, Mensch. So. Alter, das war knapp. Er hat sich fast umgefahren. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Oh, what the fuck? Das gehört. Ich glaube, wir sollten aussteigen und wir sollten, glaube ich, weglaufen. Komm, wir laufen mal weg. Das ist, glaube ich, nicht gut. Wenn da so ein Auto auf. Aber guck mal, das explodiert gar nicht. Das ist aber seltsam. So, mein bebrillter Freund, vielen Dank, dass du mir mein neues Auto vorbeigebracht hast. Ich bin da, finde ich, sehr nett von dir. Ist eigentlich schon eine geile Karre, sieht auch cool aus. Muss ich sagen. Alter. Bremst aber auch. So, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt was trinken oder nur was essen noch? Dann haben wir wenigstens zwei Sachen gemacht. Und dann kann. Ach komm, wir gehen nur was essen, das reicht. So. Zack. Ah, is this where we eat, cousin? Let's do it. Let's do it. Na, besser ist deine Bude, mein Freund. That served its purpose, cousin. My stomach is full. Ja, ist doch schön. $100 hat's gekostet. Willst du mich verarschen? In so einem Diner? Pff. Ich aber nicht in ein richtiges Restaurant, ey. Wer weiß, was du da bezahlst. Ich kann wohl Auto fahren. Du Pisser. So, wie spät haben wir es eigentlich? Sehe ich hier gar nicht, schade. Aber wir sollen Michelle ja nicht vor 6 anrufen. So, dann dich absetzen. I enjoyed that, Nico. We should do it again soon. Ja, sicher doch. So. 5.18 Uhr, verdammt, ich darf ja noch nicht. Gut, wenn ich nicht darf, dann darf ich nicht. Dann würde ich mal sagen, fahren wir zu Little Jacob. Mal gucken, was der jetzt macht. Oder was wir für ihn machen können. Und mit ihm müssten wir dann nämlich auch noch ein paar Mal ausgehen, damit wir mit dem gut dastehen, damit er uns Waffen gibt und so weiter und so fort. So, ich wollte ja eigentlich versuchen zu Michelle, aber na, hat es keinen Bock so lange zu warten. Zu Vlad wollte ich jetzt auch nicht unbedingt, weil da haben wir schon ein paar Missionchen gemacht. Ich wollte mal was Neues. Oh. Na Mensch, ist mir einfach, also rückwärts Gang eingelegt und dann ist er auf mich drauf. I was wondering if you could start to help your cousin with the family business.
I thought all I'd been doing since I got here was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay, then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers. Okay. Können wir auch mal machen, dann so ein paar Taxi-Missionchen. Aber nicht jetzt, denn jetzt machen wir Concrete Jungle. Yo, what are you doing with Besta? What are you? It's Nico. Nico? Yeah, me bleach hard last night, you know. Me so come, yo, that's what I... What? Nico? Hey. Love to see the man, you know. I'm to my man, Roman. Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll come to a fool, you know, Nico. A boy if you creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Okay, mal gucken, wo uns hinbringt, der gute Little Jacob. Yeah, I have a deal for me, you know. I have to go down to Saratoga Avenue in Willis. The man taking this wheel. This herb don't do too well for my honor, my eye coordination. Was? Nee, schade. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Wagen hier noch gibt. You sure you don't want some? I'm sure. You might like keep the windows closed. Keep the ganja in the car. Hot box, see? So what's the deal? I'm buying some Cali off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but I made a parent that I don't trust them. Who arranged this deal? Some arbor shards in the crew. Bad man known them a long time, but I think them faced it. And if this goes wrong, I don't know what kind of shit bad man going to lay upon them door, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking hard, you know. It fucks with my brain analytically. Let me think all type of shit. I dread you don't trust yourself, can't trust no one else, see? You can't shake no hands when your fist be clinched. You hear me, brother? Sure, I hear you. Na, dann wollen wir mal gucken, ob der Deal über die Bühne geht, so wie soll. Ich wage es ja fast zu bezweifeln. Geile Karre. Ach, die Autos teilweise sehen echt schon hübsch aus, außer natürlich die ganzen Gammelkarren, aber... schon ein paar schnieke Stücke hier, sag ich mal. Go around the back in case one of them try to get jumped and run off with the ganja. Keep hold of this vehicle, we might need to get out of here quick. Okay, man, okay. Na dann. So, da bin ich. Und dann mal schauen, was passiert. Okay, man. Lass uns doch mal fahren. So, NP, jetzt pass mal auf. So, weg mit euch, ihr kleinen Pisser. Oh. Moment, einer ist da noch. Warte, den krieg ich aber auch noch. Scheiße, da lebt noch einer. Move your shit. So, der ist down. Der schießt auf mich. Bist du verrückt? Auf mich schießen. Mann, 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 Mann. Also, unglaublich. Ist ja schlimm mit dem. Ich kann ja hier lang fahren. Das Navi will mich irgendwo hinschicken. Ist doch doof. So. Alter, macht die Tür ohne Hände auf. Ja, real bad man in der Nico. Respekt. Fahr über das Savannah Avenue in der Meadows Park. Respekt. Du bist ein echt harter Typ. Respekt, Junge. Ja, bad boy, Nico. I don't know what I will be doing without you, though. But I must say I got to get the blood clots to set I up. All right. Drive while I block up some more, you know, brother. Rascal, I think you can call a bad man. A bad fool. A dead fool. The boy is no match for I and I. He's nothing.
Okay. Wohnen nicht die Iren? Die später kommen? Here we be. Are you with me, brother? Yes. I gonna put some road boy in the ground. Ah, nee, stimmt, hier müssen wir erstmal rumballern. Sehr schön. Rumballern ist immer eine feine Sache. Alright, bro, get behind me. Naja, ich bin schon da, Junge, ich mach das. Pass auf. Alright, you ready? I gonna set this place on fire to blood clot. Die erste richtige Schießerei hier am Start. Du kannst das Decken LT benutzen, um anzusehen, zu sehen. Ne? Oh, stirb. Okay, der ist down. Ja, 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 das ist kein Thema. Aber gab es hier nicht automatisches Zielen? War so, als ob, ey. So läuft der Shit nämlich hier. RB, die Deckung zu verlassen, will ich aber nicht. So, Headshot, Junge, Headshot. Da ist nämlich noch einer irgendwo. Fuck. Kleiner Pisser. Pass mal auf hier. Kann ich eigentlich hier auch durchschießen durch die Wand? Cool. Oder ist nicht so cool? So, pass auf jetzt. So. Läuft. Durch die Wand. First Aid. Verbandskästen verbessern deinen Gesundheitszustand. Alles klärchen. Wicked. You see it? And I get them all. Yo, make me broke out here. Okay. Erstmal ein bisschen hier. So viel Leben habe ich zwar nicht verloren, aber wir können es trotzdem mal nehmen und dann geht's wieder back. Back to the shit. Oh cool, ich habe einen Pumpgun jetzt. Oh yeah. So, dann kommen wir mit Little Jacob. Bevor der Edward kommt. Oh, es nieselt. Real bad man gonna be happy with this sad thing. January. Thank you, my brother. Don't mention it. It was a pleasure. I look out for bad man like how you look out for Roman. He's my cousin. Blood be the thickest band there is, you know? Light is not always an easy thing in a style. Bad man tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, shoot that. Etc., etc. It ain't always logical, but I and I follow. See? The other day, him call stabber man for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. For real, I know you're right, you know, brother. But Batman is my bro. I follow him wherever. Alles klar. Da ich jetzt nur halb mitlesen konnte, habe ich leider auch nur die Hälfte verstanden. Aber sonst läuft das schon. So, dann hier, bitteschön, da sind wir. There, thanks for everything. Keep this little something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. See you later. Thanks, bro. Thanks. So, Homebrew Café. Na, Café, Coffee, Coffee Shop, Dingsbums. Ach komm. Fahren wir zu Vlad. Und mal schauen, was bei ihm jetzt geht. Bei dem alten Wladimir. Super. Genauso wollte ich das nämlich haben. Ich muss einen Kreis drehen, muss ja auch mal sein. So, machen wir jetzt für Vlad noch was. Und. Ja, dann hat sie es eigentlich schon wieder für die Folge, ne? Das ist echt ungewohnt, wenn ich das mit Abmoderation mache für ein GTA. Bisschen komisch, muss ich sagen, weil ich das bei den anderen GTA-Spielen nicht gemacht habe. Ja. Könnt ihr mir in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das seht oder was ihr davon haltet, ob ihr immer meint, es sollte immer eine andere Abmoderation geben.
oder ob euch das Herz nicht egal ist. Ja. Also mir persönlich ist es egal, ob es eine gibt oder nicht, auch wenn ich selber gucke. Aber vielleicht sagt ihr, nee, das muss schon sein, das gehört sich so. Weiß ich ja nicht. Nico, as you're my cousin, I want you to use family business how you like. Anytime you want cab, you call. Thank you, cousin. That could be very useful in this city. Das ist in der Tat teilweise sehr hilfreich. Einfach anrufen, bam, er fährt mich. Ach stimmt, stimmt. Ich kann jetzt einfach Taxi, also hier Kunden fahren, das ist nice. Aber erstmal machen wir hier Clean Getaway. Where can I get you? Ah, Yoko, there you are. Okay. Glad. Come on, let's go for a walk, okay? Right. Okay, come on. Nada. Where are we going? To my car. Why? Because of your cousin. What? Owed me a lot of money, and until he pays me, you're fresh off the boat. Excuse Yoko, me? Ass is mine. What the fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on. Bonavince, stara ведьма. Come on, Yoko. What's wrong with you? You gonna Watch jump me? No, I had a late night last night. But it was Mikhail. Great. Yeah, wild. Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's a man. Shit, my nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on! Wait! I'm walking here! Wait the fuck Let's go! Up. Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, can I borrow Get dollars? A job, hey, you deadbeat drughead! Just a little change, man! Man, hey, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits! Well, say something! You are so fucking laid back! Moron! Come on! Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. Ah, that's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Lecker. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister. And it's packed in the projects by EIC subway station, okay? Sure. You got keys? No, Yoko. I need you to take the car. Ask who owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Have fun, dickhead. Dickhead. Wow, das heißt, wir dürfen Zug fahren. Ist das nicht super? Ich gehe da jetzt auch schon mal ganz brav hin. Allerdings werde ich an der Stelle dann schon mal die Folge beenden. Ein bisschen unter 20 Minuten. Aber ich muss da sonst, das wird ja wieder sonst zu lang. In der nächsten Folge werden wir also dann mit dem Zug, ich habe vergessen, wohin fahren, aber wir werden da dann hinfahren und dann ist schön. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, Leute.